Wer wären eigentlich jetzt die neuen Lehrer in Hogwarts und was genau würden sie unterrichten? Das und mehr jetzt in diesem Video. Wir haben in den alten Zeiten von Hogwarts viele Lehrer kommen und gehen sehen. Viele gute Lehrer und auch einige, die nicht ganz zum Wohl der Schule beitrugen. In diesem Video werden wir uns vorstellen, wie Hogwarts heute aussehen könnte, wenn neue Lehrer, darunter auch alte Bekannte wie Neville Longbottom, die magischen Schüler unterrichten würden. Lasst uns gemeinsam in die Zukunft von Hogwarts eintauchen und entdecken, welche Fächer sie möglicherweise unterrichten würden. Beginnen wir mit dem ersten möglichen Professor in Hogwarts und seinem potenziellen Fach. Professor Neville Longbottom in was für eine Überraschung Kräuterkunde. Nachdem Neville Longbottom nach dem Krieg gegen Lord Voldemort eine erfolgreiche Karriere als Pflanzenzüchter und Kräuterkundiger verfolgt hat, wäre es nur passend, wenn er nun als Lehrer für Kräuterkunde nach Hogwarts zurückkehren würde. Seine Leidenschaft und sein tiefes Wissen über magische Pflanzen würde die Schüler begeistern und sie in die faszinierende Welt der Zauberkräuter einführen. Als nächstes haben wir Professor Luna Lovegood in Tierwesen. Luna Lovegood hat sich nach der Schule einen Ruf als brillante Forscherin und Entdeckerin von seltenen Tierwesen erarbeitet. Es wäre schon irgendwie aufregend zu sehen, wie sie ihre Erfahrungen mit den Schülern teilt und sie in den magischen Tierwesen unterrichtet. Ihre einzigartige Sicht auf die Kreaturen würde das Interesse der Schüler wecken und ihren Unterricht zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Als nächstes haben wir Professor George Weasley in magische Gegenstände. George Weasley, einer der Gründer von Weasleys zauberhafte Zauberscherze, hätte sicherlich eine Menge über magische Gegenstände und Streiche zu erzählen. Den Laden gründete er zusammen mit seinem Bruder Fred, der leider in der Schlacht von Hogwarts umkam. Als Lehrer für magische Gegenstände würde er die Schüler in die Geheimnisse von Zauberstäben, magischen Artefakten und anderen interessanten Erfindungen einweihen. Ich denke, dies wäre auch in Gedenken an seinen Bruder ein würdiger Abschluss irgendwie für ihn. Als nächstes haben wir keine andere als Professor Hermine Granger Weasley in Zauberkunst. Nach ihrer beeindruckenden Karriere im Zaubereiministerium würde Hermine Granger Weasley perfekt in die Rolle der Lehrerin für Zauberkunst passen. Ihr umfangreiches Wissen und ihre Fähigkeit, komplizierte Zauber zu erklären, würde die Schüler begeistern und ihnen helfen, ihre magischen Fähigkeiten zu verbessern. Ach, was soll's, warum nicht gleich Schulleiterin, oder? Als nächstes haben wir Professor Teddy Lupin in Verwandlung. Als Sohn von Remus Lupin und Nymphedora Tonks wäre Teddy Lupin in Hogwarts bestens bekannt und würde sich als Verwandlungslehrer in Hogwarts einen guten Namen machen. Sein angeborenes Talent und seine familiären Verbindungen würden es ihm ermöglichen, die Schüler in den subtilen und faszinierenden Bereich der Verwandlung einzuführen. Als nächstes haben wir Professor Cho Chang im Flugunterricht. In unserer alternativen Realität könnte Cho Chang auch wirklich als Fluglehrerin in Hogwarts unterrichten. Ihre Erfahrung als Quidditch-Spielerin und ihre Leidenschaft für das Fliegen würde den Schülern helfen, ihre Fähigkeiten auf dem Besen zu verfeinern und besser zu fliegen. Als nächstes haben wir Professor Charlie Weasley in Pflege magischer Geschöpfe. Als Drachenzüchter und Experte für magische Geschöpfe hätte Charlie Weasley eine natürliche Begabung, um die Schüler in Pflege magischer Geschöpfe zu unterrichten. Seine leidenschaftliche Hingabe an die Kreaturen würde die Schüler dazu inspirieren, eine tiefe Verbindung zur Tierwelt herzustellen. Ich bin mir sehr sicher, er wäre ein toller, inspirierender Lehrer, der den Schülern eine Menge beibringen könnte. Draco Malfoy als Lehrer für Geschichte der Zauberei. Nach den Ereignissen des Krieges und seiner persönlichen Entwicklung hätte Draco Malfoy erkennen können, dass sein früheres Denken und Verhalten von Vorurteilen und engstirnigen Ansichten geprägt waren. Dieser Wandel hätte ihn vielleicht dazu motiviert, eine neue Rolle im Schulleben einzunehmen, um den Schülern eine ausgewogene und umfassende Perspektive auf die Zauberweltgeschichte zu vermitteln. Sein Unterrichtsstil wäre ansprechend und interaktiv. Er würde lebendige Geschichten und Anekdoten aus der Familiengeschichte der Malfoys verwenden, um die Schüler zu fesseln und ihnen zu verdeutlichen, wie die Vergangenheit die Gegenwart beeinflusst. Draco würde seine eigenen Erfahrungen nutzen, um die Schwierigkeiten der reinblütigen Familien und die Notwendigkeit des Wandels zu vermitteln. Als nächstes haben wir Percy Weasley als Lehrer für Bürokratie und magische Gesetze. Nach seiner erfolgreichen Karriere im Zaubereiministerium würde Percy Weasley als angesehener und erfahrener Zauberer nach Hogwarts zurückkehren, um das Fach Bürokratie und magische Gesetze zu unterrichten.
Sein umfassendes Wissen über die inneren Abläufe der Zaubererregierung sowie sein starkes Interesse an Ordnung und Präzision prädestinierten ihn praktisch für diese Rolle. Obwohl Percy anfangs vielleicht als streng wahrgenommen werden würde, würde er mit der Zeit eine enge Beziehung zu seinen Schülern entwickeln. Seine Leidenschaft für das Fach und sein Engagement für die Entwicklung würde ihn zu einem respektierten und geschätzten Lehrer machen. Er würde sich Zeit nehmen, um auf individuelle Bedürfnisse einzugehen und würde den Schülern als Ratgeber zur Seite stehen. Percy Weasleys Rolle als Lehrer für Bürokratie und magische Gesetze würde dazu beitragen, das Verständnis der Schüler für die komplexe Struktur und die Mechanismen der Zaubererregierung zu vertiefen. Gleichzeitig würde er wichtige Lebenslektionen über Balance, Ethik und die Bedeutung von zwischenmenschlichen Beziehungen lernen. Als nächsten Lehrer haben wir Dean Thomas für Kunst und kreative Magie. Dean Thomas, bekannt für seine künstlerische Begabung und seine Leidenschaft für das Erschaffen von Kunst, würde nach seiner erfolgreichen Karriere als Künstler und Illustrator nach Hogwarts zurückkehren, um das Fach Kunst und kreative Magie zu unterrichten. Seine Vision wäre es, die Schüler zu inspirieren, ihre Zauberfertigkeiten auf eine innovative und ästhetische ansprechende Weise zu nutzen. Mit Dean Thomas als Lehrer für Kunst und kreative Magie würden die Schüler eine bereichernde und inspirierende Lehrerfahrung erleben. Sie würden nicht nur die technischen Aspekte der Magie lernen, sondern auch die tiefe Verbindung zwischen Kunst, Kreativität und persönlichem Wachstum. Dean würde den Schülern dabei helfen, ihre künstlerischen Talente zu entfalten und ihre magischen Fähigkeiten auf eine einzigartige und kunstvolle Weise zu nutzen. Als nächstes haben wir Kingsley Shacklebolt als Lehrer für internationale magische Beziehungen und Diplomatie. Kingsley Shacklebolt, eine herausragende Persönlichkeit im Zaubereiministerium und Mitglied des Orden des Phönix, würde seine umfangreiche Erfahrung in den Bereich der internationalen magischen Beziehungen und Diplomatie einbringen. Seine tiefe Einsicht in die politischen und sozialen Dynamiken der Zaubererwelt würden ihn zu einem idealen Lehrer für dieses wichtige Fach machen. Mit Kingsley Shacklebolt als Lehrer für internationale magische Beziehungen und Diplomatie würden die Schüler nicht nur die komplexen Mechanismen der internationalen Politik lernen, sondern auch die wichtigen Werte der Zusammenarbeit, des Respekts und der friedlichen Konfliktlösung. Kingsleys Lehren würden dazu beitragen, eine Generation von Zauberern heranzubilden, die in der Lage sind, auf globaler Ebene positive Veränderungen herbeizuführen. Kommen wir zu einem kleinen Fazit. Die Vorstellung von neuen Lehrern und Fächern in Hogwarts ist eine aufregende Möglichkeit, sich die magische Welt von heute vorzustellen. Von Kräuterkunde bis hin zum Flugunterricht würden diese Lehrer mit ihrem Wissen und ihrer Leidenschaft die Schüler inspirieren und ihnen dabei helfen, ihre magischen Fähigkeiten zu entfalten. Mit einer vielfältigen Gruppe von Lehrern, die ihre einzigartigen Talente und Leidenschaften mit den Schülern teilen, würde Hogwarts zu einem Ort der Entdeckung, Inspiration und persönlichen Entwicklung für die nächste Generation von Zauberern und Hexen werden. Hogwarts würde sich selbst weiterentwickeln und mit neuen Talenten und Abenteuern die Herzen der Zauberer und Hexen im Sturm erobern. Falls du noch andere Ideen hast, wer noch in Hogwarts unterrichten könnte, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Schreib auch gerne, was du von meinen potenziellen Kandidaten hältst. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.